Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf ungeschminkter Blackscreen. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Draußen ist es gerade ein bisschen düster geworden und dunkel, deswegen versuche ich das Ganze jetzt ganz provisorisch mit so einer Schreibtischlampe ein bisschen auszuleuchten. Alles für eine gute Qualität hier. Nee, aber ich spare momentan eh auf eine Kamera, damit es dann noch besser wird. Aber reden wir nicht über mich, sondern reden wir über Knossi, denn der hat wirklich letztens was Krasses gedroppt. Keine Angst, ich höre dich mit dem Stream auf, aber es wird ab diesem Jahr auf diesem Kanal keine Casino-Streams mehr geben. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist einfach vorbei. Knossi hört mit den Casino-Streams auf. Das ist ungefähr so, als würde Unge plötzlich wieder ein Steak essen oder Nintendo aufhören, Let's Plays über Mario zu bringen. Zunächst finde ich es gut, dass er seiner Verantwortung gerade gegenüber den jüngeren Zuschauern gerecht wird. Online-Casinos als reinen Betrug kann man nicht pauschal sagen, aber am Ende gewinnt langfristig immer die Bank. Dieses Hinterfragen und Reflektieren ist aber gerade bei einem jungen Zielpublikum einfach noch nicht da, weswegen die Vorbildfunktion von Knossi da jetzt auch ein wichtiges Signal ist. Das hat zwar ein bisschen lange gedauert, Verantwortung zu entwickeln, aber besser später als nie. Ich kann den Schritt von Knossi jedenfalls absolut verstehen, auch wenn die Casino-Streams recht lustig waren. Zumindest die Ausraster Best-Offs habe ich mir eigentlich immer gerne angeschaut. Da kann selbst der Halt, Stopp, Andreas noch was lernen. Hey, Schatzi! Schatzi, komm schnell! 8000 Euro! Hey, Schatzi, komm! Das Einzige, was ich mir auch so denke, hätte er diese Entscheidung auch getroffen, wenn es die neuen Regeln der Online-Casinos nicht geben würde? Denn die Bundesländer in Deutschland haben über 30 neue Regeln beschlossen, die noch mehr Spielerschutz und Transparenz garantieren sollen. Das hat dadurch schon ein bisschen einen Farbenbeigeschmäckle, würde ich sagen, wenn man jetzt, wo man durch die gesetzliche Regelung eingeschränkt wird, das Ganze aus angeblich eigener Motivation beendet. Aber da möchte ich Knossi nichts wirklich unterstellen. Jedenfalls bricht für Knossi damit ein stabiles Fundament weg. Etwas, was Knossi berühmt und zu einem der erfolgreichsten Streamern Deutschlands machte. Für viele Fans von ihm waren die Casino-Streams einfach ihr Lieblingscontent und für manche gibt es deswegen auch keinen Grund mehr, Knossi weiter zu verfolgen, denn seine Casino-Sessions waren von Schreien und Big Wins geprägt. Das ergibt jetzt einfach eine Lücke, die nur schwer durch Reactions oder Among Us-Sessions zu ersetzen sind. Casino-Streams, das war nun mal Knossis Ding, das viele Zuschauer gefeiert haben. Ich persönlich finde aber, dass Knossi da sicher seinen Weg gehen wird. Er ist ein super Entertainer, der einen immer gut vom Alltag ablenken kann. Eine kleine Rampensau, die bestimmt kreative Ideen im Oberstübchen hat, um uns anderweitig zu unterhalten. Und ragen kannst du beispielsweise ja auch in Mario Kart. Und die Itemboxen sind in gewissem Maßen ja auch so kleine Slotmaschinen. Ich habe letztendlich Knossi wegen Knossi abonniert und Aktionen wie das Angelcamp zeigen, dass er bestimmt noch jede Menge frische Fische im Netz hat. Ich wünsche jedenfalls viel Erfolg dabei. Ja, damit sind wir schon am Ende dieses Videos angelangt. Falls ihr jetzt noch mehr ungeschminkte Meinungen erfahren wollt über alles, was auf deinem Screen läuft, also quasi YouTube-Stuff, Film-Stuff, Serien-Stuff, dann könnt ihr gerne ein Abonnement hinterlassen, würde mich auf alle Fälle sehr freuen und den Kanal auch ein bisschen nach vorne bringen. Wäre super, Dankeschön dafür für jeden Support und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Euer ungeschminkter Blackscreen. Broadcast yourself, broadcast together.